Neujahrsvorsätze heuer wirklich umsetzt. Darüber sprechen wir mit dem Arzt und Humortherapeuten Roman Seliger in unserem Interviewstudio. Ja, wir haben ja jetzt ein besonderes Jahr hinter uns und wahrscheinlich wird es auch noch ein bisschen so weitergehen mit der Corona-Pandemie. Ist das dann eigentlich schwieriger, Vorsätze dann auch durchzuziehen? Ich bin schon sehr gespannt, wie viele Vorsätze wir heuer wirklich umsetzen werden, weil ich glaube, alle wünschen wir uns ein schönes neues Jahr mit wenig Verzicht, mit wenig Änderungen in unserem Leben. Aber Neujahr ist immer ein guter Zeitpunkt, um Dinge vielleicht zu verändern, wenn sie nicht zu viel sind und vor allem, wenn sie realistisch sind. Circa 10-mal häufiger kann man so einen Vorsatz dann wirklich in Realität umsetzen, wenn man es zu Neujahr macht. Allerdings, ich glaube, wir brauchen keine neuen Vorsätze. Wir haben ja noch ein paar vom letzten Jahr übrig, die wir nicht eingesetzt oder eingelöst haben. Weil wir oft diese Vorsätze verbinden mit Anstrengung, mit Verzicht, mit Unlust und das macht halt keinem Spaß. Und ich glaube, wenn man da ein bisschen die Regeln verändert, dann kann man diese Vorsätze sehr wohl auch ins neue Jahr hinüber retten. Das klingt jetzt natürlich sehr einleuchtend, aber die Dinge, die man sich vornimmt, die sind ja meistens auch nicht so lustig. Also was machen denn die Menschen falsch, die sich halt vornehmen, eben nicht mehr rauchen, keinen Alkohol mehr trinken und dann am 3.1. ist schon wieder das Gelage. Was macht man da falsch? Sie sprechen da was sehr, sehr, sehr Wahres an. Die drei wichtigsten Dinge, die wir immer versuchen zu verändern, ist Sport zu machen, Gewicht zu reduzieren und weniger zu rauchen. Ja? Und genau die sind die am meisten scheitern. Also ich glaube, realistische Ziele sind zum Beispiel zu sagen, gut, ich nehme nicht 10 Kilo ab im nächsten Jahr, sondern bis zum Sommer 3 Kilo. Da gibt es diese Smart-Regel. Ja? Diese Smart-Regel, S für spezifisch, also was ist es wirklich? Das M für messbar, also ich muss kontrollieren können. Das A für akzeptiert. Ich habe diese Regel aufgestellt, nicht meine beste Ehefrau von allen, die gesagt hat, du musst jetzt 10 Kilo abnehmen. Das R für realistisch, ist es machbar? 50 Kilo sind ein bisschen schwierig, 3 oder 5 gehen. Und vor allem diesen Termin zu machen bis zum Sommer. Das ist so ein Tipp und schön ist es auch so Challenges zu machen. Also mit den besten Freunden zu sagen, also wer ist der Sieger, wer kann jetzt die 10 Kilometer unter 3 Minuten laufen, dann wird es schwierig. Also 3 Minuten sind schon sehr gut, dann ist man schon Weltrekordler, aber man kann auch andere Regeln aufstellen. Also vielleicht weniger ist mehr in diesem Fall und das Ganze auch mit irgendwelchen positiven Dingen verknüpfen. Vielen Dank, Herr Seliger, für das Gespräch. Gerne. Wildtiere